Leute, sie sind endlich da. Wir haben ja auch nur fast ein Jahr darauf gewartet. Die Brawl Decks. Ja, ist übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Von Throne of Eldraine Brawl Decks. Ich habe mir das Savage Hunter mal geschnappt. Und werde mir das jetzt mal mit euch gemeinsam angucken. Brawl is an exciting format in which each deck is built around a powerful legendary creature or planeswalker. Also man kann auch Planeswalker nehmen. Ihr habt von dem Format noch keine Ahnung. Ja. Gucken wir uns das mal an. Ich habe den Korvold ja schon aus einem Booster gezogen gehabt. Das ist ein kleiner Spoiler. dementsprechend habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt gehabt. Aber gucken wir uns das jetzt mal an. Jetzt haben wir Brawl Rules Rule References. Players start with 30 life. Im Multiplayer und 25 im 1 gegen 1. Jeder Spieler hat einen freimaligen mit einem Commander. Okay, normalen Commander-Regeln. Ach, das sind die verschiedenen Decks. Savage Hunter, Night Charge, Wild Bounty. Den habe ich letztes als Commander oft gesehen. Und Fairy Schemes. Tipps for building your own Brawl Deck. Ja, cool. Gucken wir uns das mal an, was wir haben. Erstmal mehr Verpackung als Verpackung für uns. Das ist ziemlich hübsch. Das ist ziemlich hübsch verpackt. Erstmal versuche ich jetzt mal, ohne den zu beschädigen, unseren Commander hier rauszuholen. Korvold, the Fey Cursed King. 5 Mana, 4/4 fliegend. Und wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, kann man ein anderes permanentes opfern. Und immer wenn ihr ein permanentes opfert, kriegt ihr eine +1/+1 Marke. Und ihr zieht eine Karte. Das ist ziemlich cool. Und das Foiling ist ganz okay. Tatsächlich. Ich hätte es ein bisschen schöner erwartet. Ich pack die mal da oben hin. So, direkt mal reinstürzen in das Deck. Okay, ich sehe eine Menge komische Sachen. Was ist das? Also hier ist einmal das Deck. Hier ist einmal eine Pappe. Karten. Oh, Live-Punkte-Zähler. Aber, hä? Hä? Ach, okay. Auf dieser Seite geht er von 20 und auf dieser Seite. Ah, wenn hier bei 21, bei 40, ist man hier wahrscheinlich bei 19. Okay, dann geht man ja runter. Und wenn man hier bei 21 ist, dann dreht man den um. Und. Ah, okay. Wow. Das ist ziemlich billige Pappe. Das ist traurig, aber an sich ganz cool, dass sie sowas mal implementieren, aber warum kann das nicht in grün sein? Naja, man in einem geschenkten Gaul und so schaut man nicht ins Maul. Hier macht man Werbung für Planeswalker-Würfel. Hier macht man Werbung für Planeswalker-Würfel. Ich wusste gar nicht, dass Wizard of the Coast offiziell Planeswalker-Würfel hat. Vor allem schwarze kenne ich gar nicht. Use dice, beads and anything we have nearby to track the Planeswalker Loyalties. Okay. Ja gut, wir haben früher auch Münzen benutzt, um die Planeswalker-Dinger darzustellen. Deshalb, ja. So, damit ist es jetzt offen. Ey, Müll weg. Müll weg. Gucken wir uns die Karte mal an. Machen wir es mal so, dann kann ich reinzoomen. Wir haben Chittering Witch. 4 Mana, 2/2. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt man Anzahl an schwarzen Rattentoken gleich der Anzahl der Gegner, die man hat. Für 2 Mana opfert man eine Kreatur. Eine Kreatur kriegt man -2/-2. Okay. Taste of Death. 4 Mana, jeder Spieler opfert 3 Kreaturen und man kriegt 3 Food Token. Okay. Tron Mammut. 7 Mana, 6/6. Trampel und. Immer wenn Tronmammut oder eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, dann fightet das eine Kreatur, die ihr nicht kontrolliert. Nicht bad. Glutinous Troll. 4 Mana, 3/3, Trampel. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kriegt man Food Tokens in Höhe der Anzahl der Gegner, die man kontrolliert. Und für 2 Mana kann man nicht dann permanent opfern, um dem +2/+2 zu geben. Also viel mit Opfer-Abilities. Priest of the Forgotten Gods. 2 Mana 1/2 tappen, man opfert 2 Kreaturen. Ein Spieler eurer Wahl verliert 2 Leben, man muss eine Kreatur opfern und ihr kriegt 2 schwarze Mana und zieht eine Karte. Das ist eine ziemlich gute Karte.
Dreadhorde Invasion. 2 Mana, zumindest abgibst, verliert man einen Lebenspunkt und macht Amass 1. Das heißt, man legt eine +1/+1 Marke auf einen 0-0 Zombie Army Token, den man hat. Wenn man den nicht hat, kriegt man 0-0 Zombie Army Token mit einer +1/+1 Marke. Und wenn dieser Zombie Token mit Stärke 6 oder höher unterwegs ist, kriegt der Lifelink. Krenko, Tin Streets Kingpin. 3 Mana 1-2. Wenn er angreift, könnt ihr eine +1/+1 Marke auf ihn legen und kreiert dann so viele Goblins, wie er Power hat. Judith, The Scourge Diva. Interessanterweise auch hier die richtigen Symbole drin. Das ist, finde ich, ganz cool. Also es gibt kein einheitliches Commander Brawl Symbol, sehe ich gerade. 3 Mana 2-2. Andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+0. Und immer wenn eine Nicht-Top-Kreatur stirbt, fügt diese Kreatur irgendeinem Spieler einen Schaden zu. Irgendeinem Ding einen Schaden zu. Oh Gott, was haben wir denn hier? Find and Finale. 2 Mana. Ihr bringt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhofzug auf die Hand oder für 6 Mana legt ihr 2+1/+1 Mark auf eine Kreatur, die ihr kontrolliert und dann kriegen alle Kreaturen -4/-4. Okay. Dann Temple of Melody. Oh. Kommt getappt das Spiel. Ihr habt Scry 1, tappen für ein grünes oder schwarzes. Stomping. Oh, Shocklander. Stomping Ground. Ist ein Mountain und Forest gleichzeitig. Kommt getappt das Spiel, es sei denn, ihr zahlt 2 Lebenspunkte. Back into a Pie. 4 Mana zerstört eine Kreatur, ihr kriegt einen Food Token. Sir Conrad the Grim. 5 Mana, 5-4. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt oder eine Kreatur aus dem Friedhof von irgendwo hingelangt, fügt ihr einen Schadensgebiet dazu. Und für 2 Mana könnt ihr eine Karte millen. Okay. Keeper of the Fables, 5 Mana, 4-5. Immer wenn eine oder mehr Non-Humans-Kreaturen, die ihr kontrolliert, mir den Kampfschaden zufügen, dürft ihr eine Karte ziehen. Savvy Hunter, 3 Mana, 3-3. Und wenn ihr angreift oder blockt, kriegt ihr einen Food-Token. Golden Egg, 2 Mana, wenn ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte. 1 Mana tappen, opfern, ihr könnt einen Mana wieder Farbe bekommen. 2 Mana tappen, opfern, ihr kriegt 3 Leben. Witch Oven, Standard. Tappen und ihr opfert eine Kreatur und ihr kreiert einen Food-Token. Wenn die Kreatur, die ihr geopfert habt, Stärke 4 oder höher hatte, kriegt ihr 2 Food-Token stattdessen. Arcan Signet. 2 Mana tappen, also 2 Mana Artefakt. Ihr könnt es tappen, um Mana von der Farbidentität eures Commanders zu bekommen. Gute Karte. Orts of Enforcer. 2 Mana 1-2 mit Afterlife. Also man kriegt noch einen Token dabei. Blackcraft. 3 Mana 3-2. Wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder einen Planeswalker. Jeder Spieler, der nicht kann, wirft eine Handkarte ab. Vindicted Vampire. 4 Mana 2-3. Immer wenn der oder eine andere Kreatur stirbt, fügt er dem Gegner einen Schaden zu und ihr kriegt ein Leben. Bloodsoaked Altar. 4 Mana tappen, ihr zahlt 2 Leben, werft eine Karte ab und opfert eine Kreatur und bekommt einen 5-5 Demon Token. Wow, ist der Bad. Goblin Kratermaker, 2 Mana 2-2 und man kann die für 1 Mana opfern, um einer Kreatur 2 Schaden zu schießen oder ein farbloses Nichtland permanent zu zerstören. Rapacious Dragon, 5 Mana 3-3, wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 2 Treasure Tokens. Fliegend. Das ist ziemlich gut. Evolution Sage, 3 Mana 3-2, wenn immer ein Land ins Spiel kommt, könnt ihr proliferaten. Wusste ich gar nicht, dass das noch ein Ding ist. Paralyzed Druid, 2 Mana 2-1, Hexproof, solange es enttappt ist und ihr könnt die tappen, um Mana wieder Farbe zu bekommen. Poolbrighter Druid, 2 Mana 1-1, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er eine +1/+1 Marke oder ihr proliferated. Golgari Findbroker, 4 Mana 3-4, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt ihr ein permanentes aus dem Friedhofzug auf die Hand. Okay. Deathspout. 2 schwarze, ein grünes, ein farbloses, instant. Ihr zerstört eine Kreatur, durchsucht euer Deck nach dem Standardland und bringt es getappt ins Spiel. Oh Gott. Trashing Protodon. Prontodon. Okay, Prontodon. 3 Mana 3-4, ihr könnt das Ding opfern für 1 Mana, um einen Artefakt oder Verzauberung zu zerstören. Rhythm of the Wild. 3 Mana. Kreaturenzauber, die ihr spielt, können nicht gekontert werden. Und Token-Kreaturen, die ihr kontrolliert, haben Riot. Puh, das sind eine Menge One-Offs. Man darf ja nur One-Offs spielen. 3 Mana 2-3, Death Touch, Lifelink, Tappen für Mana mit der Farbe. Leyline Prawler, der ist cool. Mayhem Devil, 3 Mana 3-3, immer wenn ihr ein permanentes opfert, fügt ihr mit dann Schaden zu. Ne, irgendeinem Target Schaden, das ist cool. Woodland Champion, 2 Mana 2-2, immer wenn ein oder mehr Token ins Spielfeld kommen, kennt der eine +1/+1 Marke.
Mulder Rift Reclamation. 5 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur stirbt, kriegt ihr ein Leben und zieht eine Karte. Ist gut. Da ist ein Planeswalker drin. Angarth, Captain of Chaos. 4 Mana, 5 Marken. Und Kreaturen, die ihr kontrolliert haben, Menace. Also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und minus 2, ihr macht Amas 2. Und Forest. Dann Bloodfeld Cleaves, weil man einfach nicht mehr Shocklander oder Tempel spielen durfte. Cryptic Caves, tappen für ein farbloses, einmaler tappen, opfern, zieht eine Karte. Okay, ist nicht bad. Command Tower, oh, ist ein hübscher Command Tower. Man kriegt Mana von irgendeiner Farbe, die der Commander hat. Evolving Wilds. Golgari Guildgate, weil man kann dafür nicht mehr Tempel spielen oder mehr Schockländer reintun. Cruel Guildgate, Jungle Hollow. Ich gehe hier nicht durch. Rugged Highlands, das sind Länder, die kommen getappt ins Spiel und machen im Endeffekt nichts. Rakdos Guildgate und Discover Magic hier mit Land Magic. Ja, das war das Brawl Deck. Ist tatsächlich ganz cool. Es sind auch ein paar richtig coole Karten bei und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Glücksee. Ciao, ciao.